Hallo liebe Kinder, ich bin ein waschechter Clown. Was ich euch heute zeigen möchte, ist, wie wir Clowns jonglieren. Und zwar ist uns never ever langweilig und wir probieren immer alles aus und wir brauchen zum gut jonglieren nicht einmal richtige Jonglierbälle. Hier habe ich euch mal ein paar Sachen vorbereitet, die man dazu nehmen kann. Also das sind jetzt schon echte Jonglierbälle. Aber man kann auch gerne nehmen Kartoffeln, die sind super gut. Man kann Zitrone nehmen, die sind sehr gut. Und von der Natur ganz einfache Steine. Wählt euch aus, was ihr wollt. Die hier habe ich aus Pappmaché gemacht. Die sind auch nicht schlecht. Und ich möchte jetzt einfach mal was mit einer Zitrone zeigen. Was braucht ihr zum Jonglieren? Ihr braucht ein bisschen ein Gefühl für die Sachen, wie die fliegen. Ja, und ihr könnt ganz einfach anfangen, indem ihr einfach dieses Objekt hin und her werft. Und ihr seht schon, ich nehme meinen Körper mit. Ich mache nicht so. Ja, dann wird es schwierig, sondern ich nehme den ganzen Körper mit und gucke, dass ich gucke, mich einfühle, wie es geht. Und dann kann ich versuchen, es unterschiedlich zu fangen, ja, unterschiedlich zu werfen und kann hier anfangen, ganz sanft zu spielen. Und wenn es runterfällt, ist nicht so schlimm. Dann kann man einfach was Neues nehmen, zum Beispiel die Kartoffel. Hopp, 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 hopp. Auch mit Schwein kann man sehr interessante Sachen machen. So. Interessant wird es dann auch, wenn man drei nimmt. Das sind jetzt die Pappmaché-Jonglierbälle, die ich selber gemacht habe. Und zwar stellt ihr euch da einen Kasten vor, vor euren Augen. Und ihr werft immer da, wo zwei Bälle sind, den Ball in die gegenüberliegende Ecke und fangt mit der anderen Hand. Schaut so aus. Ecke, hopp, fangen. Kann man auch so ein paar Mal machen. Der nächste Wurf geht so, dass ich den Ball in die Ecke werfe und dann den Ball in die andere Ecke werfe. Schaut dann so aus. Hopp, hopp, hopp. Ich mache es nochmal jetzt von der anderen Seite. Ball in die Ecke, den unten durch in die andere Ecke. Hopp, hopp, hopp. Wenn man dann schneller wird und besser wird, dann schaut das Ganze so aus. Ecke, 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 Ecke. Viel Spaß!